Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hauptwache mit dem Kellerkind. So, und der Flug ist schon gut weitergekommen. Wir haben, ja, über die Hälfte des Feldes haben wir schon gepflügt. Der zieht auch einwandfrei seine Kreise. Das sieht ganz gut aus. Nicht der schnellste, aber ist okay. Die Sämaschine ist zugange. Der Schwader. Sämaschine sind wir gerade hier. Auf Feld 91. Der Schwader müsste gleich fertig sein. Und hier müssen wir die Himbeeren mal entladen. Ich glaube, die haben wir in der letzten Folge auch ganz vergessen. Oder da waren wir hier gar nicht. Laden wir mal hier ab. Und machen das wie gehabt. Was bringt eine Palette? Schauen wir mal als erstes. ...2700 für eine Palette. Ja gut. So, packen wir die alle mal hier rein. Na, Palette weg, ja. Sollten aber alle weggehen. Müssen wir schnell hier reinziehen. Dann kann der auch wieder zurück. Ja, die Kollision ist ja hier so blöd, auch wenn die Paletten schon halb weg sind, haben die noch die volle Kollision. Lass jetzt hier mal zwei, drei Paletten erstmal verschwinden. So. Können wir die auch wieder vernünftig abstellen. Wie viel haben wir noch? Drei Stück. Ja, da steht noch eine. Ja, jetzt nimmst du mir die hier weg. Gut. Dann kann ich sie auch da abstellen. Sollten aber alle weggehen. Geht ja recht fix. So, einen Moment warten. Die hintere geht auch. Ja. Dann können wir schon mal zumachen. ...41.000 nochmal. So, jetzt müssen wir einmal kurz drehen. Kurs löschen und jetzt brauchen wir den Kurs Schafhofhändler. Da haben wir ihn doch schon. Sag mir, wann du da bist. So, der Schwader ist fertig.
super. Hat auch super gepasst, also war gerade beim Zusammenfahren entlassen. Also kann der zum Hof. Einmal abstellen. Dann holen wir uns mal den Ladewagen. Und Silagemittel ist nicht mehr viel drin. Ich habe aber nichts hier. Also machen wir, gucken wir, dass wir damit noch hinkommen. Dann schicken wir den wieder hier auf den Kurs. Anfang war auf der anderen Seite. Ja, genau. Klar, erster Wegpunkt. So, und wenn er gleich voll ist, fahren wir einen Kurs ein Richtung unserem Lager. Dann kann er die Sachen selbstständig da abladen. Na, kommt er, kriegt er die Kurve hin? Ich meine ja. Und fährt dann wohl wieder rückwärts zurück. Dauert zwar ziemlich lange, aber naja. Weil er jetzt sehr weit zurückfahren muss. Aber besser so, als würde er überall anecken oder über die Feldgrenze hinausfahren. Sehen wir eigentlich unseren Flug hier? Ne, unseren Flug sehen wir nicht. Nimmt aber gut was auf. Ist auch zügig unterwegs, muss ich schon sagen. Mit fast 20 km/h. Ach, da hinten ist er. Da sehen wir ihn. Er ist am Fahren, also ein gutes Zeichen. Ein anderer hat sich festgefahren. Oder bist du... So mal zeigen. Ach, du bist entlassen, löschen. Er ist schon beim Händler. Können wir den auch gleich wieder aufklappen?
Ah ne, ich muss ausmachen. Sonst kriegen wir den ja nicht auf. Wo sind die beiden Bucher? Wo habe ich die? Beide hier unten. Da ist der Gabelstapler. Ach, hier um die Ecke steht auf jeden Fall der für die Paletten. Sind auch schon wieder alle weg. Ich meine, ich hätte da Paletten abgelegt. Ne, die Glasflaschen, genau. Gehören ja hier hin. Sind die schon... Nur zwei Paletten rausgekommen. Ja gut. Macht ja auch irgendwie Sinn. Der Spawn ist da voll. Aber wahrscheinlich bis auf... Die Himbeergurken sind auch welche weg. Gut. Aber Himbeeren sind auch schon wieder voll. Wir schauen mal, was wir für ein... was wir für Preise haben. Ach ne, falsch hier. Wir haben Tomaten und Gurken. Wobei Gurken und Tomaten sind genau die, wo wir nicht so viele haben. Oder ist hier... Das sind Erdbeeren. Hier vorne sind auch Erdbeeren. Himbeeren und Erdbeeren ist voll. Erdbeeren und Erdbeeren hätten wir nur. Aber Erdbeeren haben wir, sind hier. Keinen vernünftigen Preis. Gut, dann werden wir die zwei Paletten Erdbeeren hier vorne mal wegholen und werden die hier vorne zustellen, dass wir dann wenigstens bisschen weiter weg muss ich noch. So ist okay. Dass wir jetzt die Tomaten von unten holen können. Wir können hier vielleicht nochmal zwei wegholen. X. So, dann kann nämlich hier weiter produziert werden. Hier fehlen Paletten. Aber da können wir jetzt schnell was machen, damit hier weiter produziert werden kann. Wir stellen einfach die hier rüber. So, sollte auch angezeigt werden. Jetzt holen wir uns vier Paletten Tomaten von unten, damit da auch weiter produziert werden kann. Wasser brauchen wir auch mal wieder. Ach, der steht hier hinten noch um die Ecke. Weil die Mitte hat auch schon kein Wasser mehr. So, ist okay.
So, ich mach mal eben hier. Wie sind hier noch drin? Ja. Eben für die. Für die Himbeeren. Da ist nämlich kein Wasser mehr drin, habe ich gesehen beim Vorbeifahren. Hier noch was drin? Ja. Und einmal tanken. Na? Reicht denn noch nicht. So, dann können wir schnell rüberlaufen. In der Zeit kann das Fass volllaufen. Können wir hier nochmal zwei Paletten wegholen. Jetzt meldet sich auch der Spaßsammler zu Wort. Oh, jetzt komme ich nicht weiter. Ich muss erst den Huckel beenden. Schon näher hier ran. So. Aber wir wollen hier einfach nochmal den zu den Himbeeren rüberfahren und da Wasser einfüllen. Die Seemaschine ist fertig. Gut. Ist als zweites dran, aber erstmal müssen wir den Kurs einfahren für das Gras. So, hier sind wir doch. Drüben ist auch noch Wasser, gut. Machen wir so. So, hier müssen wir ihn entlassen, löschen. Wir sagen jetzt hier einfach Kursaufzeichnung beginnen. Kommen wir da rum? Ich glaube schon. Das dürfte keine Probleme geben. Fahren wir bei den anderen auch vorbei. Und fahren dann hier wieder zurück. Am besten über den linken. Weil da ist weniger Betrieb.
Und dann kommen wir hier wieder zum Feld. Oder zur Wiese. Kurs beenden. Speichern. Wiese 1. Abfahren. So, dann löschen wir den. Dann holen wir uns den Kurs. Das war der. Und nehmen dann den dazu. Schauen wir uns an. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Ich hoffe, er fährt dann auch so. Will noch mal einmal gucken wegen aktivieren. Dann sollte noch ein bisschen mehr zusammenkommen, aber das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Siliermittel. Aber ich glaube, Siliermittel ist eh nur bei Gras und nicht bei Heu, ne? Na, dann wird auch nichts verbrauchen. Ja gut, dann war ja alles richtig, was wir gemacht haben. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Oder sollen wir noch... Ja, das dauert noch zu lange. Wir werden in der nächsten Folge sehen, ob er das Heu wegfährt oder ob wir da wieder irgendwas, einen Fehler eingebaut haben. Wir werden sehen. Bis dann, euer Kellerkind. Ciao, ciao.